Amy Schumer hat sich nun auch mit Corona infiziert, obwohl sie erst kürzlich noch darüber scherzte. Amy Schumer, 40, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Auf ihrem Instagram-Kanal gab die Komikerin und Schauspielerin ihre Erkrankung bekannt. Wegen ihrer Infektion musste Schumer laut Variety sogar einen Auftritt bei der Show Netflix Is a Joke absagen. Am Samstag sollte die Oscar-Moderatorin beim Comedy-Festival auf die Bühne steigen, als ein Test positiv ausfiel. Erst vor wenigen Tagen hatte Schumer noch in der Late-Night-Show von Seth Meyers über Covid gescherzt. Meyers bezeichnete sie als eine der wenigen Prominenten, die sich noch nicht mit Corona infiziert hätten. Amy Schumer bittet Fans um Serientipps für Quarantäne. Auf Instagram hält Amy Schumer ihre Follower über ihren physischen und psychischen Zustand auf dem Laufenden. In einem Video erzählt sie, dass sie sich gelangweilt und einsam fühle. Schließlich muss sie sich von ihrer Familie isolieren, ihrem Mann Chris Fischer 42 und dem gemeinsamen Sohn Gene 3. Die Isolation wertet sie aber als positiv, da ihre Liebsten sich so nicht anstecken können. Etwas Positives kann Schumer der Erkrankung aber abgewinnen. Durch Covid hat sie eine tiefe Stimme bekommen, die sie im Video ausführlich präsentiert. Die Stimme erinnere sie an die von Elizabeth Holmes, 38. Die Pharmaunternehmerin wurde im Januar 2022 wegen Betrugs schuldig gesprochen. Eine lange Haftstrafe droht. Die Serie The Dropout Disney Plus befasst sich mit Holmes Aufstieg und Fall. In einem späteren Video liegt Schumer erschöpft im Bett. Sie spricht wieder über ihre Elizabeth Holmes Stimme. Ihre Stimmung vergleicht sie diesmal aber mit der Hochstaplerin Anna Sorokin, 30, die sich als Millionenerbin Anna Delvey ausgab. Auch sie ist Gegenstand einer Serie, Inventing Anna auf Netflix. Da Schumer die genannten Serien alle schon gesehen hat, bittet sie ihre Follower konsequenterweise um Tipps, was sie nun in der Quarantäne schauen soll.